Herzlich willkommen zum Hessen-Derby. Die MT Melsungen trifft auf die HSG Wetzlar und steht schon mächtig unter Druck. Heute müssen 2 Punkte her, ansonsten ist der Fehlstart perfekt. Ja, du bist jetzt wieder in Kassel. Was treibt dich denn hierher? Ja, ich habe natürlich noch viele Freunde und Bekannte hier. Und ja, wir haben spielfrei dieses Wochenende mit Lübbecke. Und ja, da wollte ich natürlich mal gucken, was meine alten Mannschaftskameraden machen. Und da wir ja auch in naher Zukunft auch beide Mannschaften als Gegner haben, sowohl Melsungen als auch Wetzlar, ja, bin ich natürlich gleich ins Auto gesprungen und bin hierher gefahren. Ja, was sagen Sie denn zu dem Spiel bis jetzt und was müsste noch verbessert werden? Ja, Chancenauswertung ist nach wie vor ein bisschen schlecht, da haben wir noch Potenzial. Ansonsten ist es eigentlich so eng, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich glaube grundsätzlich schon begeisterndes Spiel und ich hoffe, dass wir es am Ende für uns entscheiden. Ja, jetzt zur Halbzeit steht es ja 11-10. Was sagen Sie denn zum Spiel bis jetzt? Eng. Man muss jetzt sehen, wie sie aus der Halbzeit rauskommen. Ob sie wieder eine Schwächephase haben wie am Anfang vom Spiel oder ob sie jetzt einfach durchziehen und den Schwung von den letzten Minuten mitnehmen. Wetzlar Sieg mit einem Tor hinten? Ja gut, das Spiel ist noch offen und es wird eh ganz knapp bleiben. Das wird mit einem, zwei Tor entschieden werden. Und ja, Wetzlar konnte eigentlich meiner Meinung nach mit 3 weg sein, wenn sie 7 Meter genutzt hätten. Ja, der Knoten ist anscheinend endlich geplatzt. Wie konntet ihr das Spiel für euch entscheiden? Ich meine, heute haben wir ein bisschen Glück in der entscheidenden Phase, was wir nicht gehabt haben in den ersten 3 Spielen. Ein paar Torwartparade, ein paar wichtige von Michael. Und ja, einfach, wir wollen einfach so gerne gewinnen heute. Das sieht man schon. Am Mittwoch geht's nach Berlin. Was ist da euer Ziel? Ja, wir wollen ein genauso gutes Spiel wie heute abliefern und dann mal schauen, was drin ist. Also, wir wissen ja schon, dass es einfach die schwerste Auswärtsspiele in der ganzen Liga. Aber wir fahren ja jetzt mit Selbstvertrauen dahin und wir wollen ja alles versuchen. Ja, Glückwunsch zum Sieg. Du hast viele Bälle gut gehalten. Was war denn so ausschlaggebend für den Sieg? Ja, danke. Mein Deutsch ist schlecht, aber ich verstehe ein bisschen so. It was so good. Can I talk English? Is it okay? Yeah. I think this game was very important for us. It's a derby. And we lost 2 games before this, so it feels super to win against Wetzlar at home court, super. Am Mittwoch geht's nach Berlin. Was ist da euer Ziel? Berlin ist a sehr gute Mannschaft und it will be hard to play in their house, at their home court, but every match in Bundesliga we have a chance to win, so we'll do our best and take the good from here and do our best then. Ins A-Nationalteam gerufen. War es eine Überraschung für dich? Überraschung teils. Also ich wusste, dass er mich im Fokus hat und das, wir haben auch schon mal gesprochen. Ich war auch in der B-Nationalmannschaft dabei und da haben wir auch die Möglichkeit genutzt, miteinander sprechen zu können. Und er hat gesagt, ich soll so weitermachen und ich denke, ich habe gute Leistungen gezeigt und er hat auch gesagt, ich habe mir das mal verdient, dabei zu sein. Danke. Ein spannendes Derby geht zu Ende. Die MT gewinnt ein hochumkämpftes Spiel mit 28-35. Wir sehen uns am 30. September gegen Hannover Burgdorf wieder. Ja.